Ich stehe hier mit Florian Schroth von der Deutschen Flugsicherung. Hallo. Hallo. Florian, zweiter HR-Barcamp-Tag. Dein Eindruck von gestern? Gab es innovative Anregungen für dich? War durchaus sehr spannend und vielfältig. Inhaltlich innovativ habe ich es weniger erlebt. Ich glaube, wir haben in HR eher momentan noch die Herausforderung, Ideen in Form zu gießen und weiterzuentwickeln und strukturell zu implementieren. Also von daher schöne Anregungen. Was wirklich Neues hatten wir jetzt nicht unbedingt. Was ist denn so ein Thema für dich, was momentan vielleicht auch bei der DFS gerade viel diskutiert wird, wo ihr gerade dran seid? Wir haben uns momentan kanalspezifisch erstmal konsolidiert. Wir haben unsere Online-Kanäle verstärkt ausgebaut und sukzessive auch weiterentwickelt. Also dementsprechend geht es erstmal darum, die ganzen Kanäle zu etablieren und von daher ist erstmal Basisarbeit angesagt. Die DFS ist jetzt vielleicht nicht so ein, sag ich mal, ein sexy Arbeitgeber wie Audi oder Daimler. Wie sichtbar ist denn die Arbeitgebermarke? Wir haben das Glück, ein relativ spezieller Arbeitgeber zu sein, weil wir eine quasi monopolistische Aufgabe haben. Dementsprechend haben wir dann aber auch besonders begeisterungsfähigen Zulauf von Interessierten. Und das ist das Schöne, man kann dann durchaus mit der Arbeitgebermarke spielen und auch bei einem Arbeitgeber, der jetzt kein Love-Brand ist, relativ viel Emotionen reinpacken. Die thematische Klammer ist da letzten Endes das Luftfahrtcluster. Also von daher ist Markenführung auch hier eine Sache, die durchaus emotionalisierbar ist und auch Spaß machen kann. Was hältst du denn vielleicht noch Ideen für das Barcamp? Was könnte noch aus deiner Sicht noch ein bisschen besser funktionieren? Wir haben uns ja, also Jürgen Sorg, Jörg Buckmann und ich, ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, frechmutig zu sein. Und ich glaube, das kann auch jedem Vortrag gut tun, einfach ein bisschen frecher zu sein, ein bisschen dynamischer zu sein. Und ich denke, das ist auch durchaus adaptierbar für den gesamten HR-Bereich, dass man einfach sich mehr traut und wagemutiger wird oder eben, wie diese neue Wortschöpfung heißt, frechmutiger. Was meinst du denn, woran das liegt, dass im Personalbereich so ein bisschen der Mut fehlt, Neues auszuprobieren? Ich glaube, es gibt schon vereinzelt relativ viele Ansätze mittlerweile, dass auch mal probiert wird. Die Frage ist immer nur, inwieweit kann man das in die Standardprozesse implementieren und überführen. Und ich denke, das ist dann einfach eine Herausforderung, einfach auch kultureller Art, weil wir auf neue Wege angewiesen sind, Menschen zu rekrutieren, die mit Spaß, Leidenschaft und Loyalität dabei sind. Also dementsprechend ist es vielleicht auch ein Mindset, der sich ändern muss. Und ich glaube, wir sind aber auf einem guten Weg. Und nächstes Jahr kommst du wieder? Auf jeden Fall.